Die größten Probleme waren, die Angebote gescheit professionell zu schreiben, weil vorher habe ich alles über Ceftex, habe ich das auf schmal, auf so einen Schrank und habe das einfach hingeschrieben, was halt zu machen ist. Und jetzt bin ich da schon viel weiter damit. Also die Rechnungen, Beispiel da, und Angebote war das Größte. Und E-Mails schreiben, wie ich die Kunden, wie ich das schreibe, Beispiel, wenn ich eine Rechnung schicke. Beispiel, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit tue ich die Unterhaltsreinigung und neue Rechnungen Ihnen schicken. So wäre kleine Sachen Beispiel. Oder wie man die Leute anspricht. Weil Schreibarbeiten Beispiel, ich habe das ja nicht gelernt. Und das zweite Problem war, ich war vorher ziemlich hoch. Stress war das dann teilweise für mich. Weil ich habe dann Rechnungen geschrieben, weil ich dann nicht mehr gescheit konsultiert, habe ich teilweise in die Rechnungen dann Fehler reingeschrieben oder irgendwas. Dann habe ich es aber schon längst rausgeschickt gehabt. Und dann habe ich das erst dann später gemerkt, wo ich dann nochmal geguckt habe dann. Ja, dass ich jetzt gesehen habe, die Vorlagen und wie man es da machen muss. Und dass ich halt Feedback darin immer gekriegt habe oder austauschen mich dann konnte. Ja, die Angebote und Anrufe, die Leitfaden und alles. Dass ich weiß, wie ich jetzt das schreiben muss, weil vorher habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Mhm. Haben wir ja gesehen, auch bei meiner Webseite. Da habe ich ja auch in den Klo gegriffen. Ja. Und so ist es auch mit den Anrufen. Weil jetzt stehst du im Branchenbuch oder irgendwo dann drin und da ruft dich jeder an und quatscht dich irgendwie voll und du weißt gar nicht, was die wollen von dir. Und besonders am Anfang, wenn du so viele Sachen noch im Kopf hast. Mit dem Steuerberater, die Anmeldungen bei den Behörden und alles, Personalbeispiel. Das kommt ja alles noch dazu. Und dann vielleicht bei mir war es ja Gott sei Dank, ich habe ja schon eine Sicherheit gehabt bei Reinigung. Aber wenn du noch nie gereinigt hast und kommst von einem ganz anderen Sektor, ich habe ja vorher Spedition gemacht, und dann stehst du auch da und hast immer ein unmögliches Gefühl, passt jetzt alles mit der Reinigung, dann fährst du nach Hause, dann bist du trotzdem noch im Kopf da, in dem Objekt noch drin und hoffst, dass du nichts vergessen hast, dass der Kunde nicht anruft und sagt, du, hallo, hast den Mülleimer vergessen oder hast den Boden nicht gescheit gewischt. Das war am Anfang bei mir schwierig. Aber ich habe dann die Einstellung dann gehabt, du hast es bei der Spedition geschafft. Ich habe das lange genug gemacht, hat es keine Probleme gegeben und ich werde das auch schaffen. Und das habe ich dann auch geschafft, da war das ja alles okay. Und dann später habe ich ja die anderen Objekte auch gekriegt und wie ich schon gesagt habe, da das eine Objekt, wo es so viele Probleme gegeben hat, sind über 1000 Quadratmeter. Da ist der Chef jetzt vor kurzem auch zu mir hingekommen, hat er gesagt, er hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ja, weil er auch wusste, dass ich neu bin. Ich war ja damals gleich ehrlich und habe gesagt, du, ich habe jetzt erst ein Objekt. Ja, sie übernehmen ja die anderen Objekte ja auch, weil der kannte ja den Chef. Und dann sage ich, ist ja kein Thema, sage ich, kriegen wir schon nirgendwo hin. Und der hat auch gesehen, dass ich selber mithelfe. Das ist doch ein geiles Gefühl. Ja. Für die halt ganz klein anfangen, die überhaupt gar nicht wissen, was Sache ist. Und so wäre Leute wie ihr, so ehrlich und korrekt, gibt es nicht viele. Weil die meisten, die schauen halt, dass sie irgendwie ihr Geld da wegkriegen und schnell abfertigen. Und du merkst aber, dass ihr mit Herzen dabei seid.